Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable Anniversary. Letztes Mal haben wir hier aufgehört und ich glaube, wir sollten dem Archäologen nach, wenn ich mich nicht vertan habe. Und dann wollen wir mal sehen. Händlermassaker ist ja noch übrig, das habe ich aber gelassen. Sehe ich mal so. Angelwettbewerb, Jagd nach versteckter Beute, Skoms Kapelle. Ja, es sucht den Archäologen. Und dann wollen wir mal in den Witchwood. Also, hier das Witchwood Kallistor. Und dann mal sehen, was uns da Schönes erwarten wird. Ziele. Der Archäologe wird durch eine magische Tür beschützt. Such diese Tür. Das ist nicht sonderlich schwer. Im Witchwood soll es ein Schwert geben, das nur ein wahrer Held an sich nehmen kann. Ja, dann wollen wir uns dieses Schwert doch bald mal besorgen. Ein Tempel im Witchwood soll angeblich spirituelle Kraft spenden. Doch seid gewarnt. Einige Götter sind wankelmütig. Ja, um den Tempel kümmern wir uns später, wenn wir etwas Geld haben. Oder halt mehr Geld. Eine weitere nutzlose Wiederbelebungsfiole. Kann man nie genug von haben. Na gut, eigentlich schon, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dann mal auf. Natürlich fängt es direkt an zu pissen, wenn wir uns hier begeben. Aber ja. Und da ist auch unser Freund, der Troll, wieder. Das macht, wie man sieht, hier ungeheuren Schaden. Und ich werde dabei noch getroffen. Und bekomme sogar ziemlich viel Schaden. Ja, so läuft das schon einiges besser. Leider nur etwas zu spät reagiert. So. Dann ist er auch gleich schon down. Das war sehr knapp. Und da ist der Troll auch Geschichte. Ein Saphir und jo, 2560 Erfahrung. Nicht schlecht, aber könnte ruhig etwas mehr gewesen sein. Da haben wir dann ein paar Tränke. Einen werde ich sogar direkt mal nehmen. Mal sehen hier. Willenszeitalter. Da bekommen wir etwas Willenskrafterfahrung. 14.000, nicht schlecht. Hier scheint es aber sonst nicht viel zu geben. Diese Kugeln hier haben wir ja schon öfters gesehen und zu denen kommen wir dann in einem späteren Zeitpunkt am Spiel noch, was sie genau bringen. Und ja, dann gehen wir mal den Weg weiter, würde ich meinen. Und da hinten durch die Tür. Witchwood Steine. Und da sind wir auch schon fast dort, wo wir eigentlich hinwollen.
Und ich komme ausnahmsweise sogar mal ganz gut voran. Ach, wo sollen wir denn dann suchen, wenn wir sie nicht mal im Tempel finden? Aber ja, gehen wir mal dorthin. Ein Stück Kuchen, ja. Und Fleisch brauchen wir vielleicht noch. Das hier sind die Steine. Ich kenne zwar das Passwort, aber rollenspieltypisch gehe ich dann trotzdem mal an den Tempel. Hier ein Obsidian Großhammer. Und wenn ich gerade schon da bin, da hinten war ja der eine Angelplatz. Nehme ich das doch mal gerade. Und was haben wir da wohl? Komm, beiß schon an. So. Und da habe ich ihn auch. Ein Silberschlüssel. Hier könnte ich jetzt halt einen Heldenspielstand machen und immer wieder von vorne laden und mir halt unendlich viele Schlüssel zulegen, aber das wäre halt ein bisschen gecheatet, also lassen wir das mal. Und es war der 15. Das verheißt, dass wir damit was anfangen könnten, aber dazu später. Weil da gab es ja diese eine Kiste in Darkwood, die wir noch besorgen können. Und dann mal schnell zum Tempel und fragen, wie die Tür wohl heißen mag. Die Ladezeiten gingen sogar diesmal ganz gut. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Dich brauche ich später noch. Wiederbelebungsfiole. Willkommen im Tempel des Lichts. Hier, das wäre der Tempel. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Jo, hau mal raus. Ja, er will einen Rubin, aber da habe ich weder einen, noch würde ich ihm einen geben. Ein. So, dann wollen wir uns mal am Schwert versuchen. Aber es funktioniert, glaube ich, noch nicht. Ihr seht mir nicht kräftig genug aus. Jo. Mehr Glück nicht. Ich glaube, du brauchst in allen drei Stärkepunkten den Wert von 7. Aber da wir uns jetzt mit dem Typ da unterhalten haben, gehe ich mal schnell an die Steine. Weil da gibt es noch was anderes, was man mit denen machen kann, was ich dann mal kurz demonstrieren will. Und da hinten sind sie ja auch schon gleich. Ha!
Und wenn wir Shit buchstabieren, bekommen wir etwas Balverin-Besuch. Aber die extra Erfahrung packe ich natürlich ein. Leider habe ich den einen Stein während des Kampfes getroffen. Ne, das ist ein I. Das ist ein S. Das ist gut, das hier ist H. Gut, dann weiß ich in etwa welche Reihenfolge. So. H-I-T-S. Das war's. Also der Name der Tür ist halt eben Hits. Also Schläge. So, und dann wollen wir auch mal. So, damit wäre das Problem dann gelöst und die Quest beendet. Aber natürlich räumen wir die Höhle erstmal aus, wie sich das für Rollenspielhelden gehört. Albin-Kreaturen, Sockenmethode, Heuler-Tätowierung, nichts Interessantes. Hier natürlich eine 15er-Truhe, die wir auch so gleich öffnen können. Eine Gesundheitsverstärkung. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, schon gut. Hier sieht man ja den Wespenkopf, den wir ja aus unserer ersten Quest noch haben. Was haben wir hier drin? Kettenpanzer-Leggings, jo, nicht schlecht. Hier wäre halt ein roter Rubin. Ja klar, dass der rot ist, aber egal. Auf jeden Fall wäre das halt das gewesen, was der Kerl von uns gewollt hätte, aber ja, lassen wir mal. Und dann ab in die Gilde und mal sehen, was uns da erwartet. Habe ich die Quest sogar in einem Part komplett durchbekommen, das ist ein ziemlich guter Schnitt, würde ich meinen. Aber da wir jetzt ja wieder etwas Erfahrung haben sollten, mal sehen. Jo, nehme ich das. Und das kann ich noch nehmen. Dann haben wir hier überall 6. Ja, wenn es so weitergeht, habe ich das bald voll. Und das stelle ich mal hinten an. Aber dann erhöhen wir mal noch etwas unsere Zauberkraft. So, da haben wir die fast schon auf Stufe 5. Und wir werden immer breiter. Sind aber ziemlich klein. Das sieht dann, wenn ich das so weiter skill, mega behindert aus. Aber egal. So, dann kümmern wir uns um den weißen Belverin.
Mal sehen, hier wieder das Witchwood Kallestor. Und dann kann ich direkt denselben Weg zurückgehen, den wir eben schon mal gegangen sind. Natürlich überall Belverine jetzt. Darum geht's in der Quest, die wir hier jetzt gerade machen, ja auch. Und zu viele. Sind die Jungs mit erledigt. Und dann mal sehen. Da hinten, das sind vermutlich Banditen. Ja. Banditen mit Meisterwaffen. Das wird voll scheiße. Ging sogar noch, die hatte ich um einiges schlimmer in Erinnerung. So ein Meisterkatana hätte ich selbst ganz gern. Da das halt eben besser ist als mein Meisterschwert, aber ja. So. Haben wir die Jungs erledigt. Und dann geht's ja auch direkt mal weiter. Witchwood Steine schon wieder. Hier ein paar Wächter. Ah, ich weiß, was kommt. Gut. Klar, geh vor. Hier drüben, schnell! Die haben mich dazu gezwungen. Und da gibt's da natürlich ein paar Typen, die uns Böses wollen. Wie das immer so der Fall ist, aber den geben wir dann halt einfach mal eine Packung. Dass einfach mal zu viele sind. Jetzt, weil das halt einen Stein gelegen hat, konnte ich ihn nicht finishen. Der ist erledigt. Und der ist auch weg. Ja, dann gehen wir den Jungen mal aufsuchen und mal sehen, was er so zu sagen hat, bevor wir ihm den Kopf abtrennen. Sicherlich. Aber da wir ein guter Held sind, lassen wir ihn natürlich leben, auch wenn er uns mal wieder das nutzloseste aller Items geschenkt hat. Hier sind wir dann wieder beim Tempel. Jetzt, wo ich alle Werte bei 6 habe, kann ich da oben das aber, glaube ich, immer noch nicht öffnen, ziehen, aber ich versuch's einfach mal. Hühnerschreck! Komm, du Schwächling, weg von meinem Schwert. Ja!
Seht ihr nicht, dass er... Boah. Seht doch, wie stark er zieht. Lasst... So. Gut, immer noch nicht. Also hatte ich mit den 777 recht. Na gut, dann sind wir ein paar Folgen halt wieder hier und ziehen das Teil raus. Ah, ich sehe aber gerade, dass die Zeit weitestgehend rum ist. Und da würde ich auch mal meinen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fable Anniversary. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar und ein Like freuen. Und wir sehen uns dann.